Ein herzliches Willkommen, liebe Abenteurer und Freunde der fabulösen Unterhaltung, zurück zu Stoneshard. Ich habe es ja im letzten Video angekündigt, es gibt mehr Tipps. Hier sind sie, ohne viel Umschweife. Viel Spaß damit. Stattet doch am Anfang gleich mal dem Dorfoberhaupt einen Besuch ab. Der befindet sich im obersten Stockwerk. Unten habt ihr die Kaserne mit den Wachen und da solltet ihr mal in die Waffenkammer rein und die mal durchstöbern, denn da ist die ein oder andere Waffe drin, die ihr für den Anfang sicherlich verwenden könnt, beziehungsweise die Waffen der Garde auch dann einfach mal verkaufen. Ich habe mit dem Bogen als Fernkampfwaffe gute Erfahrungen gemacht. Das Problem ist nämlich, wenn man in das Sichtfeld einer Gegnergruppe kommt, dann laufen gleich alle Gegner auf einen zu. Man bekommt es dann mit zwei, drei Gegnern zu tun und das wird am Anfang sehr, sehr heftig. Ich würde mal behaupten, dass man das, wenn alle drei Gegner einen umzingelt haben, eigentlich auch gar nicht mehr überlebt. Mit dem Bogen hingegen kann man sich einen einzelnen Gegner aussuchen, diesen einen dann anschießen. Er wird auf einen aufmerksam und nur dieser eine läuft dann auf euch zu. Die anderen machen gar nichts. Ne? Kann gut sein, dass es gepatcht wird, aber zurzeit ist es so, dass dieser eine Gegner nur auf euch zurennt. Dann schießt ihr ihn runter, könnt ihn vielleicht dann schon mit dem Bogen finishen, beziehungsweise dann spätestens, wenn er vor euch steht, im Nahkampf erledigen. Außerdem ist es viel leichter mit dem Bogen Wildtiere zu erlegen, denn die rennen relativ schnell von euch davon. Ihr könnt sie eigentlich so gut wie gar nicht einholen. Und ja, vielleicht nur packen, wenn ihr diese Wildtiere dann in eine Ecke drängt. Aber mit dem Bogen geht es relativ einfach. Wie wahrscheinlich jeder Survival-Experte sagt, passt vor Schlangen auf. Ich bin tatsächlich einfach in eine Schlange reingerannt. Und das gibt mal ordentlich Vergiftung. Und da könnt ihr einfach nur hoffen, dass ihr ein Antitoxin dabei habt, mit dem ihr diese Vergiftung stoppt. Sonst sieht's bitter aus. Macht tatsächlich einen auf Waldläufer. Sucht in eurer Umgebung nach Pilzen, nach Nahrung, nach Kräutern, die ihr verwenden könnt. Oder geht vor allem jagen. Denn wenn ihr Pelze habt, die könnt ihr dann gewinnbringend in der Stadt verkaufen. Und da machen die Pfeile, die ihr verschossen habt, ihr sammelt ja davon auch wieder ein paar ein, aber die Pfeile, die ihr verschossen habt, die könnt ihr für den Preis, für den ihr Pelze verkauft habt, dann locker euch wieder neue Pfeile kaufen. Solltet ihr keine Pfeile mehr haben oder keine verschießen wollen, beziehungsweise vielleicht auch gar keine Fernkampfwaffe haben, dann treibt einfach das Wild in die Ecke des Bildschirmrandes. Dort könnt ihr es dann ohne Probleme erledigen. Und dann mit den erbeuteten Pelzen ab zum nächsten Händler im Ort und damit dann gut Kronen machen. Vorsicht, aufgepasst, die Händler haben unterschiedliche Preise, also es macht einen Unterschied, ob ihr den Pelz jetzt beim Bert verkauft oder beim Schmied, da macht Bert euch einen besseren Preis als der Schmied. Im Gegensatz zu Waffen, da müsst ihr bei den Waffen gucken, also das heißt, da habe ich schon teilweise Waffen beim Schmied verkaufen können, einfach für 100 Kronen mehr, also da auch aufpassen. Händler machen unterschiedliche Preise. Wenn ihr in einem Dungeon seid, auf jeden Fall den Finger auf die 1 nehmen, also auf die Fallen entdecken Taste und dann, wenn ihr einen neuen Raum betretet bzw. einen Gang, immer die Taste drücken, um rechtzeitig Fallen zu erkennen, dass ihr dort nicht reinrennt. Achtet darauf, die Falle muss in eurem Sichtfeld angezeigt sein und dann entdeckt ihr diese auch. Also das heißt, immer wieder die 1 spammen. Und solltet ihr dann doch mal in eine Falle gerannt sein, weil ihr die 1 nicht gedrückt habt, dann passt auf, ob es eine Speerfalle oder eine Bärenfalle ist. Bei einer Bärenfalle, da könnt ihr einfach so wieder raus, könnt euch verarzten. Aber eine Speerfalle, die wird immer wieder aufs Neue ausgelöst. Das heißt, wenn ihr in der Runde auf der Speerfalle steht, jetzt sagt ihr, Mist, bin ich reingerannt und euch verarztet, dann wird sie auch schon wieder erneut ausgelöst. Und das heißt, fügt euch neue Verletzungen zu. Also, das heißt, am besten diese Speerfalle entschärfen bzw. raus aus dieser Speerfalle, dass sie euch beim nächsten Mal nicht wieder erwischt. Ja, und der bequemste Tipp, man darf sich auch mal zurücklehnen und einfach andere die Arbeit machen lassen. In dem Fall kämpfen Wölfe gegen die Banditen. Die Wölfe machen einfach mal so die Banditen platt. Vielen Dank für diesen Tipp, Manni, unter dem letzten Video. Grüße gehen an dich raus. Sucht Banditenlager in eurer Umgebung. Die verstecken sich meistens unter diesen Fragezeichen, denn in diesen Lagern
könnt ihr rasten bzw. speichern. Dazu müsst ihr dann einfach das Bett benutzen, das sich in diesem Lager befindet. In den Banditenlagern vor den Dungeons, lagern ja auch oft Banditen, da gibt es diese Funktion leider nicht. Aber das ist jetzt eine ganz gute Funktion, wenn man auch außerhalb der Stadt einen Speicherort findet. Ja, und das war's auch mit den nächsten 10 Tipps, die ich für euch hier raushaue. Haut doch für mich auch was raus, ein Däumchen. Wenn mich noch nicht kennt, vielleicht ein Abo. Und bleibt mit am Start, wenn es hier weitergeht mit Stone Shard. Schlechter Reim und plumpe Sprüche. Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Macht's gut, lebt euer Abenteuer. Bis dahin, ciao, Franco.